Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS22, sind auf der Ehrengrad am Ernten, und zwar Rüben auf dem Feld da hinten und Mais auf dem Feld hier. Und jetzt muss ich den mal... Ich habe nach hinten geguckt. Ja, ein bisschen schief ist jetzt der Laternenfall. Aber das bleibt unter uns. Das hat keiner gesehen. So, ab zum Supermarkt mit dem Mais. Wir haben dann noch ein Maisfeld zum Dreschen. Uah. Aber, ja, eins nach dem anderen. So, wir gucken jetzt mal noch bei dem Unimog. Oh. So, fast gar nicht zu sehen, damit die Laterne schief ist, wo wir gegengefahren sind. Einfach aufpassen, damit wir den alten Unimog hier nicht kaputt machen. Wir versuchen noch in dem Fahrzeug einzusteigen, jawohl. Und dann können wir nämlich den anderen Anhänger abkippen. So einfach geht das. Dann wechseln wir wieder zum Unimog. Wir springen eigentlich hin und her. Das ist halt bei einem Ein-Mann-Betrieb so. Das müssen wir halt alles machen. So, ich sehe bloß im Spiegel, damit der Anhänger kippt. Aber eigentlich in echt müssen wir auch schauen, ob alles raus ist. Da steigt der Fahrer wahrscheinlich aus und geht da gucken oder wartet wirklich bis... bis nichts mehr rausfällt.
So, wir lassen den laufen. Jetzt gucken wir bei den Rübenernte. Das Feld gehört mir, muss gewalzt werden und gepflügt werden und Unkraut ist drauf. Also da haben wir auch nochmal was zu tun. Aber das können wir ja dann hier im Spätherbst machen. So, der T4 ist hier bloß gemietet. So, ich hoffe, ich kriege die ganzen Rüben hier aufgeladen. Damit ich nicht nochmal herfahren muss, ich will eigentlich das Gerät abgeben. So, tipptopp. Das ist eigentlich ready. So, einfahren. So, schickes Teil. So, irgendwas muss ich noch abkoppeln, glaube ich. Ah. Vielleicht muss ich es so machen. Der läuft aber auch noch, der Teil hier. Der Sound ist hier am besten. Ich weiß gar nicht, ob man mich noch hört, so laut wie das Ding ist. So. Das ist doch gut. Wir sagen... den mal, warte mal, nein, der soll eigentlich mal noch hier zum Feld fahren, vielleicht schafft es, keine Ahnung, wir steigen, nein, ich glaube, er ist gar nicht, fährt. Auf jeden Fall los, sagt er. Und wir steigen in den Unimog.
und sagen dem Händler, warte mal, wo haben wir da, damit wir das hier wieder kaufen. Aha, ich habe natürlich eine Option drin, aber ich will das eigentlich zurückgeben, damit ich das, wenn ich das ausgeborgt habe, günstiger kaufen kann. Also wenn ich das jetzt für länger zurückgeben, jawohl. Wenn wir das jetzt, sage ich mal, länger mieten und länger brauchen, so wie unseren Traktor, was wir da hatten, den Klaas, hätten wir dann auch irgendwann nach eins. Heute ist nicht gut hier. Ja, hab ich Vorfahrt oder du? Nur weil ich schwer und groß bin, kann man mir doch nicht die Vorfahrt nehmen hier. Was wollte ich sagen? Wenn man das dann länger gemietet hat, schon das Gerät, kann man es eigentlich wie günstiger kaufen. Weil es ja dann halt nicht mehr neu ist, dann kann man das eigentlich schon, wird die Miete quasi wie abgezogen, was man da schon bezahlt hat, oder ein Teil davon, und kann es günstiger erwerben. Macht ja irgendwo auch Sinn, wenn man was für gut befindet und sagt, das ist jetzt, das will ich behalten, kann man das direkt abkaufen vom Händler. So, Computer speichert. Wir wollen in das Fahrzeug hier einsteigen. So, der Mähdrescher ist noch voll, den müssen wir mal abbunkern und dann können wir zum nächsten Feld fahren. So, unser Topliner. Ich weiß gar nicht, der Bauer von Silberhusen hat, glaube ich, auch so einen.
So, wenn der da ablädt, können wir schon mal in die Unterlagen schauen. Das nächste ist Feld 7 und Feld 7 ist da. Okay. So, ich sage jetzt Job erstellen. Feldarbeit, genau. Du musst. Ja, der sollte mit anfangen. Job starten. Das hat ja gut funktioniert. Wieso geht denn nicht? So. Job erstellen. Macht er nicht. Okay. Das sieht so aus, ob er schon mal die Richtung nimmt. Wir fahren. Ja, komm, wir fahren hinterher. Wir sind ja noch nicht mal voll. Und ja, aber da kommen wir ja gar nicht raus. So, der ist ja über alle Berge schon. Komme ich gar nicht hinterher. Da vorne ist er. Der Hühnerschrecker. Der Mähdrescher meine ich natürlich. So, da ist auf jeden Fall noch ein Maisfeld. Und ich denke, der Unimog, der kann uns nämlich hier auch noch helfen. Okay, läuft. Fängt auf jeden Fall mal an, da Feldarbeit zu machen.
Ja, da warten wir mal. Wir werden noch den Unimog holen, der noch da steht. So, beim Bahnübergang immer vorsichtig, ne? Wissen wir ja. Ja, das ist meine Hupe. Und ich sag noch vorsichtig beim Bahnübergang und fahr da ran wie ein Mann. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall ordentlich Mais wegfahren können. Mehr Transportmöglichkeiten, Anhänger haben wir nicht. So, dann machen wir mal hier vorne ein bisschen Platz, würde ich sagen.
So, da können wir doch unser Mähdrescher mal lohnenswert einsetzen hier. Oh, jetzt komme ich da gar nicht durch, glaube ich. Puh. Das ist noch schlecht. Ich muss den Unimog ein Stück rüberfahren. So, ich mache da noch ein bisschen weiter und ja, wenn ihr Bock habt, schaut ihr beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.